Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 6 in der Chris-Kampagne. Und wie ihr seht, sind wir wieder beim Boss. Schnell, sonst stürzen wir mit ihm ab. Und ja, ich versuche weiterhin natürlich, dieses wunderschöne Level zu schaffen. Es ist eine komplett neue Aufnahmesession, das heißt, die Sequenz ist für mich jetzt auch wieder etwas neu. Aber ich weiß doch, woran es gescheitert ist. Und jetzt versuchen wir einfach mal, den Rest heute zu schaffen, denn eigentlich habe ich heute gar nicht mehr so viel Zeit. Denn die Steffi kommt heute zu Besuch. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, hört das, ne? So, und schieß hin. Ach so, scheiße, ich muss ja nachladen. Jetzt, komm. So. Geht doch. So. Ich versuche mein Bestes, Leute. Ich versuche auch, mich nicht aufzuregen. Das war schlecht. Ja, hat sich schon erledigt. Ja, da war ich jetzt doof. Irgendwie kam ich mit dem Perspektivenwechsel nicht so schnell zurande. Aber gut, ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass es beim ersten Versuch funktioniert, da bin ich ehrlich. Wir versuchen es einfach weiter, ne? Captain, wir müssen da hoch! Ich habe auch keine Ahnung, wie lange dieses Szenario noch gehen wird. Also, wir sind ja schon im fünften Kapitel. Allerdings ist das ja noch recht zu Beginn des fünften Kapitels. Also, gehe ich mal davon aus, dass noch ein bisschen was kommt. Wir werden es sehen. So. Okay. Laufen! Schnell, sonst stürzen wir mit ihm ab! Das ist richtig. Eieiei, das war knapp. Captain, hier drüben. Okay. Hoch mit dir. Schön. Übrigens, was ich zu dieser Zeitpunkt schon mal sagen kann, das Szenario wird von euch auch wieder sehr gut aufgenommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieses Spiel durchaus ja, Spaß macht. Also ich muss sagen, dass mir das Chris-Szenario tatsächlich sehr gut gefällt. Kann man nicht anders sagen. Abgesehen jetzt von dieser etwas nervigen Szene, aber das ist, glaube ich, in jedem Spiel mal so. So. Ach komm. Naja, gut. Hat wohl nicht so geklappt. Ja, Captain. Okay, ein weiterer Versuch ist vonnöten. Leider eine etwas anstrengende Szene, muss ich sagen. Captain, wir müssen da hoch. Jo, unterwegs. Ich weiß auch, dass ich in der letzten Aufnahme schon relativ am Ende war. Da war so eine Nische, die ich reingesprungen bin. Und da sollte es dann eigentlich weitergehen. So, komm her hier. Hoch da. Okay. Schnell, sonst stürzen wir mit ihm ab. Captain, hier drüben. Jo, bin da. Okay, ziehen Sie. Hier! Keine Chance, nicht jetzt! Okay. So, jetzt kommt das Nachladen wieder. Den hier. Ja, nur mit die. So, lad nach. Und lauf doch. Ja. Ich verbase das ja wie immer, ne? Merk's ja selbst. Wenn ich Glück habe, reicht's, wenn nicht, nicht. Okay. Schneller kann ich gerade nicht. So.
hatte offenbar von Anfang an vor, diese Bestie fallen zu lassen. Verdammt, dann waren die Raketen nur Ablenkung. Okay, hier sind wir schon mal wieder. Puh. Und lass mich hoch, bitte. Jawohl. Ach, Scheiße. Okay, das haben wir auch noch hingekriegt. Und beim nächsten Mal bin ich irgendwie abgestürzt. Da war irgendwie so eine... Hallo? Hallo! Achso, das war Absicht. Okay, das war... Ja, ich erinnere mich. Okay, sehr schön. So, lauf, mein Freund. So, jetzt sind wir da. Sehr schön. Kontrollpunkt. Ja, der wird uns noch ein paar Mal begegnen, gehe ich davon aus. Ich habe nichts mehr, ne? Ja, ihn hier halt noch. Ja, hier. Oh fuck! Hier schon weiter. Nicht mehr lange. Ich lade gerade noch nach. So, jetzt geht's weiter. Einfach draufballern? Ist das das Rätsels Lösung? Ich versuch's einfach, ne? Boah. Man sieht zwar nicht, ob er Schaden nimmt, aber ich baller mal drauf. Jawohl! Der war wohl nicht so schlecht. Tja, jetzt habe ich natürlich keine Muni mehr, ne? Nee. Das war der Rest. Aber sind das die Kisten zum Zerstören, sehe ich gerade? Ja, sind's. So, das heißt, ich nehme mal die Pistole. Ja. Ja, Fähigkeitspunkte brauche ich jetzt auch. So, sehr gut. Okay. Ach ja. Ja, das war jetzt nicht so geil. Krieg ich echt nur Pistolenmuni hier? Okay, ich habe Granaten bekommen. Ich glaube, die nehme ich mal lieber. Ja, die nehmen wir mal und dann laden wir mal nach. Und zack. Getroffen habe ich ihn auf jeden Fall. Mist, das will ich sterben. Ach. Muss es aber. Es darf hier nicht rauskommen. Oh, der war daneben, scheiße. Okay. Ein Schuss haben wir noch. Okay, dann muss ich jetzt doch wieder auf die Pistole zugreifen. Und ich mache die letzten beiden Kisten. Ah, die spawnen nach, oder wie ist das? Keine Ahnung. Jeweils sind hier noch Kisten. Okay. Nicht schlecht. Eieieiei. Okay, der hat mich erwischt. Muss ich zugeben. Okay.
Hä? So, wie mache ich das jetzt? Ich habe kein Erste-Hilfe-Spray mehr, aber ich hätte noch grüne Kräuter. Ja, dann nehmen wir mal einen schon. So, dann versuche ich mal mit dem Maschinengewehr. Oh! Hui! Aber du bist nicht tot, oder? Das glaube ich jetzt nicht so ganz, oder? Der kommt bestimmt mal wieder. Na komm, komm raus. Ja, das war doch schon so ein Anzeichen, oder? Ich weiß auch nicht. Aber ganz ehrlich, so von der Story her muss ich sagen, gefällt mir die Chris-Kampagne tatsächlich schon fast ein bisschen besser. Also die Story ist echt besser. Klar ist hier viel Geballer, aber ist auch ein bisschen unterhaltsamer tatsächlich. So, ich glaube, wir wechseln jetzt tatsächlich mal zur Pistole. Ich habe auch keine Tabletten mehr, ne? Nicht mehr, ne. Ah, ich hätte doch eine Handgranate, immerhin. Was? Oh! Die sollte ich vielleicht mal mitnehmen. Vielleicht auch mal nachladen, so zur Sicherheit. Ah, natürlich. So eine Scheiße! Captain, die Zeit wird knapp, wir müssen weg! Ist das so? Ich will verdammt sein, wenn ich hier bin. Dann sollt ihr verdammt sein. Und hüpf, rutsch. Okay, klappt gerade ganz gut. Da komme ich mit euch. Ja, toll. Und jetzt? Bin ich tot? Okay. Ja, da war ich nicht schnell genug. Aber ich habe das Prinzip erkannt, auf jeden Fall. Nee, wir nehmen lieber. Wo ist er da? Und laden nach. Wir wissen ja jetzt, was kommt. Sehr schön. Das, ist das echt unser Endboss, ja? So eine Scheiße! Captain, die Zeit wird knapp, wir müssen weg! Ihr lauft doch! Schießen Sie! Und rutsch! Sehr schön. Ich will verdammt sein, wenn ich hier sterbe! So, laber nicht, lauf! Ja, ist die Tür zu. Okay. Ach ja. Okay, da muss ich aber echt schnell sein. Vielleicht sollte ich dann doch lieber eine andere Waffe nehmen. Ich weiß halt nicht, wie viel diese Hand aushält, wenn es natürlich mit der normalen Maschinenpistole reicht. Okay. Dann versuche ich das natürlich. Aber trotzdem werde ich die mal eben nachladen hier. Lad nach. Okay, habe ich da gerade nicht aufgesammelt? Doch. Dann, ach so. Doch, war richtig. Ich nehme jetzt trotzdem mal eben die hier. Auch wenn nur 10 Schuss drin sind. Halt, da waren sie doch. Da waren noch mehr. Okay. Ja, noch mehr davon. So eine Scheiße. Ja, ja. Hoch da. Captain, die Zeit wird knapp. Wir müssen weg. Ja, 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 ja.
Okay. Okay, das ist relativ simpel. Ich will verdammt sein, wenn ich hier sterbe. Ja, okay. Mann! Ich hab mich da. Ja. Oh, fuck! Hat das gereicht? Nein. Ach, es hat erst nicht gepackt, oder wie? Bin ich durchgekommen noch? Oh. Oh Gott. Tatsächlich! Pierce hat es nicht geschafft, aber ich bin durchgekommen. Ja, was kann ich dafür, wenn Pierce so langsam ist? Verdammte Scheiße. Boah. Ja, okay. Kommt, nachladen. War simpel, ja. Hier lag jetzt noch was rum, ne? Da. Okay, lad nach. Achso, hier ist nicht nachgeladen, ne? Flump, flump. So. Ja, ich nehme erstmal die Pistole. So eine Scheiße! Das wird auf jeden Fall mit Abstand der Part mit den meisten Toten. Und, oder auch der Abschnitt mit den meisten Toten. Jetzt lauf doch los, Junge! Ja. Okay. Oh, komm her jetzt hier. Schnell! Ich drück ja schon! Geh zu! Ich mach ja schon! Oh komm, Pierce, jetzt beeil dich mal ein bisschen da. Stell ihn nicht so an. Danke, Captain. Ah. Ja, nimm ruhig mal die. Oh, dafür vielleicht nicht unbedingt. So. Habe ich da eigentlich noch andere? Ah, da habe ich auch noch was. Ich kann mir aussuchen, wo ich die reinfülle, oder wie darf ich das verstehen? Das ist ja interessant. Okay, gut. Weiter geht's. Ah, da ist er wieder. Der Hühnerschrecker. Wir sind hier leichte Beute. Ach. Stimmt, wir müssen hier weg. Ah, es geht schon wieder hier mit Rennen und Rutschen. Ich renn ja schon. Gottes Willen, ey. Hier geht's ab. Tu das nicht, Pierce. Kann ich irgendwas tun? Pierce, das ist keine besonders gute Idee. Ach du Scheiße. Mit sowas habe ich jetzt gar nicht gerechnet, tatsächlich. Also ich habe gedacht, dass wir Pierce vielleicht es sogar noch durchziehen, als Nachfolger oder sowas, irgendwann mal. Okay, das heißt, Pierce mutiert jetzt? Dürfen wir jetzt mit dem mutierten Pierce gegen die BOW kämpfen? Oder wie?
Na toll. Laufen wir weg. Druckabweichung festgestellt. Hm. Türen werden verriegelt. Druckregulierung wird eingeleitet. Wie ist denn das jetzt? Muss ich jetzt vor Pierce weglaufen? Druckabweichung festgestellt. Türen werden verriegelt. Ich guck doch mal eben, ob ich noch ein paar Kisten finde. Oh ja, finde ich. Ich kann ja auch ein bisschen Muni gebrauchen, tatsächlich. Habe ich noch... Ne, ich habe keine Heilung, ne? Bisschen schade. Da habe ich keine. Auch nicht. Da habe ich ein bisschen was, okay. Wahrscheinlich können wir zu zweit die Tür öffnen oder was? Druckabweichung festgestellt. Druckablassung eingeleitet. Natürlich. Okay, leuchtende rote Punkte. Was machen wir damit wohl? Jetzt kämpfen Sie dagegen an. Behalten Sie die Kontrolle. Oh, fuck. Ist er tot? Ach so. Jetzt oder nie, Feuer! Okay.